Willkommen zu Nerden und Spielt. In Star Wars Fallen Order hatte ich in der Vergangenheit gesehen, wie Order 66 ausgeführt wurde. Das ist kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Nichts. Und bin jetzt hier irgendwie mehr oder minder gefangen. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Und jetzt hier raus? Ja. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Seid ihr, dem die Brüder der Nacht folgen? Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzip hier. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren. Sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon Sulana Demi. Telonionie. Närrische Göre! Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr! Ihr beide sollt wissen, bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir, bekämpft ihr uns alle! Lauf! Oh
überhaupt hin? Die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Hundhauteffekt. Die verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen. Ja, schaff ich's. Das sieht doch gut aus. Bring uns weg von hier! Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapalich, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passiert. Okay, noch eine Geschichte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Okay. Nicht für eine Variante. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Also geht's jetzt nach Illum. Sag ich doch. Kerl. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite.
Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Damit er nicht vollkommen unbewaffnet dadurch gehen muss. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. So. Dann gehen wir aber jetzt erstmal her und... meditieren, weil hier machen wir das nächste Mal weiter.